Servus und willkommen in der Bundesfilmanstalt. Heute zu einem weiteren brandneuen Unboxing-Video. Jetzt hätte ich schon fast am Anfang schon wieder den Faden verloren. Ja, ich hatte gerade vorhin ein Bier, deswegen wird schon immer kritisch. Und zwar geht es heute um den ganz frisch erschienenen Titel Frankensteins Rache, die Nummer 32 aus der Anolis Hammer Edition im Mediabook. Ein Film aus den Hammer Studios aus dem Jahr 1958 unter der Regie von Terence Fisher, hier mit Peter Cushing mit am Start. Kommt eigentlich offiziell erst am 30.04. raus. Ich habe es aber heute schon bekommen. Warum auch immer. Ich habe wieder beim Verleihshop bestellt. Preis war hier, ich weiß es nicht mehr ganz genau, um die 30 Euro. Die kosten auch überall so zwischen 28 und 32, 33 Euro, je nach Shop und je nach Covermotiv. Es gibt vier verschiedene, glaube ich. Blende ich euch mal hier noch irgendwo ein, die anderen Covermotive, die es gibt. Und es war auch noch hier so eine kleine Postkarte hier mit dabei. Das ist nichts Besonderes, einfach nur so eine Postkarte, die lag da mit drin. Ich weiß nicht, ob die bei jedem Shop dabei ist, überall, oder ob das ja nur der Verleihshop so macht, oder ich weiß es nicht, keine Ahnung, war halt mit dabei, ist ja jetzt aber nicht die Hauptsache davon. Den kenne ich im Übrigen auch noch nicht, ich habe noch nicht viele der Hammer-Filme gesehen und ich bin ja gerade, ich muss das mal anders halten, spiegelt wie Sau, bin ja gerade dabei, hier die ganze Sammlung mir zuzulegen. Das ist jetzt eben der aktuellste Titel und den werden wir uns jetzt zusammen mal in der Detailansicht anschauen. Mal schauen, ob Anolis hier was Ordentliches zusammengebracht hat, oder? Bis gleich. Hier ist es jetzt, unser Mediabook. Jetzt machen wir es einfach gleich mal auf. Na, geh. Geh auf. Ja. Runter damit. Ja, und wie gewohnt haben wir hier einfach ein Deckblatt mit dem FSK-Logo drauf. Das kann man einfach runternehmen, ist auch nicht festgeklebt. Und hier haben wir noch ein bisschen Werbung zu einem weiteren Titel. Oh, interessant. Und dann haben wir hier unser Mediabook ganz ohne FSK-Aufleger. Und auch hier wieder eine, ich weiß nicht, macht ihr das jetzt alle, so eine Lederstruktur. Das ist aber immer bei den, das ist bei allen Hammer-Mediabooks so. Und ja, das Motiv hier hat mir einfach am besten gefallen. Von allen. Sieht schon gut aus. Also mir gefällt es. Mir gefällt es richtig gut. Das Covermotiv. Hier haben wir den Spine. Ja, Frankensteins Rache. Anolis Hammer steht hier oben. Und das ist die Rückseite. Hier mal durchlesen, worum es geht. Und hier haben wir ein paar Screenshots aus dem Film. Sprachen haben wir Deutsch und Englisch, jeweils 2.0 Monoton, 90 Minuten Laufzeit. An Extras wieder einiges drauf, ein Audiokommentar mit Dr. Rolf Gießen, Uwe Sommer, Lath, Volker Kronz, Steve Habermann und Konstantin Nasr. Dokumentationen The Birth of Hammer Horror und David Huckwale über die Musik. Deutsche Titelsequenz, amerikanischer und deutscher Kinotrailer. Trailers from Hell mit Joe Dante. Super 8 Fassung, Filmogramme, deutsche Werberatschläge, französischer Werberatschlag und eine Bildergalerie. Cover C ist das hier übrigens, steht hier unten. Und da ja ein Code. Ich weiß jetzt nicht, auf wie viel Stück das limitiert ist. Bei Anolis steht das immer nicht.
Deswegen kann ich es euch jetzt auch gar nicht sagen. Und jetzt machen wir das Ganze mal auf. Und wir sehen, es ist natürlich wieder ein Disc-Media-Book. Also hier ist nur die Blu-ray drin. Es gibt keine DVD oder sowas. Das ist bei den Hammer-Media-Books immer so. Hier haben wir stattdessen ein Motiv drin. In Schwarz-Weiß. Dann haben wir hier ein wahrscheinlich italienisches Plakatmotiv. Vermute ich mal. So. Dann haben wir hier schon mal einen kleinen Haufen Infos über den Film mit der Besetzung hier, eben mit Peter Cushing als Dr. Viktor Frankenstein und noch ein paar, auch wie die verschiedenen Titel hier sind. Ja. Kann man sich da alles ein bisschen mal durchlesen. Ja, auch die deutschen Sprecher. Also die Synchronsprecher. Und hier steht auch deutsche TV-Erstausstrahlung am 11. April 1970, also ziemlich spät. Dann geht es hier los. Wir haben hier auch so Aushangfotos. Anscheinend. Ne? Frankenstein Tag und Nacht. Hier nochmal auch ein anderes Plakatmotiv. Der Amoklauf eines Hirngeschädigten. Ja, viele nette Bilder. In ziemlich guter Qualität tatsächlich. Also die Bilder sind tatsächlich in ziemlich guter Qualität gemacht. Das passt. Auch nochmal ein anderes Plakatmotiv. Das ist wohl ein deutsches. Das sieht auch cool aus. Das hat mir auch als Covermotiv gefallen hier. Das geklammert, das Booklet, und wahrscheinlich eingeklebt. Das schauen wir uns gleich an, ob es diesmal sauber eingeklebt ist. Das war beim letzten Hammer Media Book nämlich leider nicht so. Und noch mal ein paar Aushangfotos. Anscheinend, wahrscheinlich japanisches Motiv. Die japanischen Motive, die mag ich auch immer total gerne. La Revanche de Frankenstein. Das klingt nach Französisch. Und ein Affe. Verstehen sich prächtig. Peter Cushing am Set mit dem dressierten Schimpansen. Ja, ich bin nur gespannt, wenn ich den Film dann sichte. Nicht schlecht. Und hier auch nochmal ein Bild. Und das ist dann die Disc, die Blu-ray. Sieht dann so aus. Ja, hier ist nichts. Schwarz. Braucht man nicht. Und halt wieder so ein fettes Tray. Das machen die halt, damit sie trotz nur einer Disc auf die übliche Mediabook-Stärke kommen. Ich schaue jetzt bloß gleich mal noch, ob das sauber diesmal eingeklebt ist. Naja, und wir haben hier trotzdem auch schon wieder so Kleberreste. Ich weiß nicht, ob man es sehen kann. Das hat auch schon wieder die Gefahr, dass das dann hier rausreißt. Das ist halt echt nicht schön bei Anolis. Das ist da eingeklebt. Ja. Und das ist nicht schön. Muss man leider sagen. Also da gibt es bessere Möglichkeiten, ein Booklet einzuhelfen. Weil da sehe ich schon die Gefahr, dass das Booklet da
irgendwann einen Abflug macht und dann irgendwo in der Gegend rumliegt und rausreißt und das ist halt nichts. Also da muss man wirklich vorsichtig mit umgehen. Ich weiß nicht, warum Anolis das so macht, hier mit dem Einkleben. Und da, ja, es ist halt dann direkt hier hinten mit dem Spine verbickt. Ja, nicht schön. Aber ist leider so. Kann man nichts machen. Ja, das war es dann jetzt auch schon wieder mit dem Mediabook. Ja, und eben, ihr bekommt ja auch noch hier diese schöne Karte mit dazu. Ich weiß nicht, ob es da Unterschiede gibt. Ich hatte nur eine dabei. Vielleicht gibt es die von jedem Covermotiv. Aber wie gesagt, ich hab keine Ahnung, ob dem so ist. Falls jemand sich das Ding auch gekauft hat, kannst du mir ja mal gerne in die Kommentare schreiben. Ja, für 30 Euro, ich meine, die Dinger sind immer teuer, Hammerfilme, ja, die steigen aber halt in der Regel auch relativ schnell, relativ hoch im Preis. Einige Titel aus der Reihe sind ja inzwischen ja, schon fast unerschwinglich. Wir hatten da ja wirklich Glück, Leute wie ich, die Nummer 1, das grüne Blut der Dämonen, verpasst haben, hatten ja das Glück, dass Anolis den nochmal aufgelegt hat mit einem anderen Covermotiv. Ich glaube, inzwischen sind die Auflagen generell höher, weil sie auch mehr Covermotive bringen. Und vielleicht werden die dann auch nicht mehr so exorbitant teuer wie einige andere aus der Reihe. Ja, so ist es ganz gut verarbeitet. Wie gesagt, Booklet mit Sicherheit sehr informativ, aber ja, das mit dem Kleben ist eher nicht so geil. Wir sehen uns gleich nochmal in der Normalansicht. Ja, das war's. Das Unboxing zum Anolis Mediabook Frankensteins Rache aus der Hammer Edition. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen, war vielleicht auch ein bisschen informativ für euch. Schreibt mir doch gerne in die Kommentare, kennt ihr den Film vielleicht schon? Wie findet ihr den so? Sammelt ihr vielleicht auch die Hammerei von Anolis? Und guckt ihr sowas gerne? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ansonsten natürlich, wie gewohnt, Daumen hoch oder Daumen runter. Je nachdem, wie euch das Video gefallen hat. Ihr wisst Bescheid. Hier noch ein paar Videos zum Anschauen. Nicht vergessen, den Kanal zu abonnieren, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. Hoffe ich doch. Gesund und munter. Macht's gut. Bis denn. Ciao und Servus.